Hallo, schön, dass du da bist. In diesem Video geht es um die drei Subtypen des Enneagrammtypen 6. Solltest du noch nicht das Video zu den Subtypen von Typ 9 gesehen haben und deswegen auch noch nicht so wissen, worum geht es bei den Subtypen, schau dir bitte zuerst das Video mit den Subtypen zu Typ 9 an. Da habe ich auch wieder in ganz kurz und knackig und knapp erklärt, was die Subtypen sind. In dieser Reihe gehen wir gerade rückwärts, dass die 9 mal zuerst ist. Deswegen lass dich bitte nicht verwirren. Wir haben die 9, 8, 7 und jetzt heute ist die 6 am Start. Wir starten heute kurz und knapp mit dem Typ 6 in der Selbsterhaltung. Der wird ganz gerne mit der 2 verwechselt, weil diese selbsterhaltende 6 sehr hilfsbereit ist. Wird auch Wärme mit der Überschrift Wärme oder Freundlichkeit beschrieben. Und diese 6 ist besonders freundlich zu anderen, sehr weich von ihrer Ausstrahlung. Und sie geht durchs Leben: Bin ich freundlich zu dir, bist du auch freundlich zu mir. Es geht, ne, das Grundthema der 6 ist die Angst. Das Grundthema ist Sicherheit. Und wie erreiche ich das? Indem ich ganz freundlich zu anderen Menschen bin, dann sind die auch freundlich zu mir. Und da geht es eben in der Selbsthaltung um so, ne? Das ist das körperliche, materielle. Wie überlebe ich für mich alleine quasi? Der zweite Subtyp von Typ 6 ist der sexuelle oder auch 1 zu 1 Subtyp genannt. Das ist bei der 6 der sogenannte, in der Regel der sogenannte Kontratyp, weil diese 6 auf den ersten Blick nicht so wirklich, oft nicht so wirklich als 6 zu erkennen ist. Das zentrale Thema bei der 6, die Zweifel, die Unsicherheit, kommen bei diesem Typ zumindest vermeintlich erstmal überhaupt nicht vor. Denn dieser Typ 6, der im sexuellen Untertyp, der tritt sehr selbstbewusst auf, verwechselt sich dementsprechend auch gerne mit der 3 oder sogar mit der 8. Sehr extrovertiert. Der Titel oben drüber ist Schönheit und Stärke. Die Art und Weise, mit der Angst und mit der Unsicherheit umzugehen, ist beim sexuellen Untertyp der 6, sie erst gar nicht zu spüren und sie erst gar nicht wahrzunehmen. Das heißt, die Angst wird so weit unterdrückt und durch ganz selbstbewusstes, sehr nach außen hingerichtetes und alle Ängste von sich stoßendes Verhalten nach außen an den Tag gelegt, damit die 6 es selber gar nicht spüren muss. Klassiker ist ganz extrem gesprochen die 6, die Bungee-Jumpen geht. Abgesichert und sie kontrolliert, wann die Angst kommt. Sind wir ja da nach außen hin, sieht es nicht nach 6 aus. Das Grundthema unten drunter, Sicherheit sich zu suchen, ist aber das Gleiche. Hier eben auf die Art und Weise, dass die Angst nicht wahrgenommen wird, also kontraphobisch, weil es die kontraphobische 6. Zu guter Letzt haben wir den sozialen Typ und Subtyp der 6. Das ist der, der meistens wenn so kurze, knappe Beschreibungen kommen, dann wird meistens der soziale Subtyp der 6 beschrieben. Der hat so diese Überschrift Pflichtbewusstsein. Da geht es darum, wenn ich, also im sozialen Gefüge, da geht es um Gruppen, wenn ich die Vorschriften der Gruppe kenne und einhalte, bin ich sicher. Na, dann bin ich abgesichert. Wenn ich meine Regel, wenn ich die Regeln einhalte, dann kann mir auch weiter nichts passieren. Und so werde ich eben auch abgesichert im Sozialgefüge und kann so mir die Sicherheit holen und muss keine Angst mehr spüren. Das war es schon zu den drei Subtypen der 6. Ich glaube, diesmal sehr kurz und knackig. Ich habe hier keine Uhr. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich riesig über ein Gefällt mir. Und wenn du noch mehr mitbekommen möchtest über das Enneagramm und ähnliche Themen, dann abonniere auch sehr gerne meinen Kanal. Wenn es um Angebote geht, schau immer gerne unter die Videos drunter. Da habe ich in der Regel einen Link, wo du da mehr findest. Auch zum Beispiel, um dich einzutragen für meinen Newsletter, wo du auch einen Download bekommst von den Enneagrammtypen, so eine Übersicht. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Kirstin.